Ja, hallo ihr da draußen und herzlich willkommen zurück zu The Forest, YouTuber-WG. Zusammen mit ich, Natzdich, hallo. Hallöchen. Der Bayerwald, hallo. Der Vollbartmann und der Andrena ist auch da und ich hänge fest. Hoi. Leichenteilen. Ich hänge fest. Der Andrena schaut jetzt cool aus, seine Spielfigur. Aha. An wen erinnert mich die denn? Das weiß ich nicht, ich sehe mich selbst leider nicht, ich habe leider keinen Spiegel. Genau wie bei mir, aber ich würde jetzt mal behaupten, er schaut ein bisschen aus wie bei Minas Sims WG. Akoidra, oder? War das so? Boah, keine Ahnung. Kann gut sein. Ja, doch so ein bisschen, aber so Andrena sieht übrigens aus wie du. War der nicht letztes Mal noch glatzköpfig und farbig? Ja, irgendwie hatte ich mich, erinnere mich da auch dran. Genau, wir verändern uns irgendwie. Okay, wir müssen in den Wald und essen. Es kann auch sein, dass ich jeden Moment umfalle und tot bin. Das kann passieren. Ja, ist natürlich blöd. Wieso kann ich denn hier nichts bauen? Komisch. Was kannst du denn nicht bauen? Ihr habt doch da so ein Ding hingesetzt, damit man da so einen aufgespießten Kopf hinsetzt. Und da fehlen ja noch die Steine. So, die Steine habe ich in der Hand und ich kann, wenn ich E drücke, passiert gar nichts. Dann hast du vielleicht die falschen Steine. Das kommt die falschen Steine. Oh, du brauchst hallo. Die großen, warum die du vielleicht die nur so tragen kannst. Also die ganz großen. Okay. Meine Schlaufschlüssel-Ochse nicht. Hi, Nina. Hi, die anderen sind noch da. Links von uns ist ein Kannibale. Oho. Das ist auch noch. Ja, warum kann man die eigentlich nicht essen? Ja, das habe ich auch gerade gefragt, warum man die nicht essen kann. Natürlich, also unsere Behausung, da ist natürlich etwas ungünstig. Wir müssen gucken, ob wir umziehen müssen. Ja. Weil wir brauchen auf jeden Fall eine Wiese mit Essen in der Nähe. Ja. Definitiv. Ja, okay. Wo ist das? Ich natz dich? Ja. Ach, bei Andrena. Ja, dann ich bin laufen wir hinterher, oder? Ja. Das ist eine schöne Wiese, guck, da drüben. Oh, da ist da, was steht denn hier? Das ist das Dorf. Das sind die, Ifichis von den Eingeborenen quasi. Zur Abschreckung. Ja. Das heißt, hier müsste irgendwo ein Dorf in der Nähe wahrscheinlich sein. Okay. Oder auch nicht. Ich würde sagen, vor uns, oder? Ja, ich sehe keine Häuser. Ich auch nicht. Auch nicht. Nee, stimmt. Dann würde ich doch sagen, lassen wir uns hier nieder. Ja, warum nicht, ne? Erstmal gucken, ob es hier Essen gibt. Ja. Essen wichtig. Und jetzt Wasser. Sehe ich nämlich vielleicht irgendwie ein kleiner Teich. Teich wäre ganz gut, ja. Wie war das, Mina? Weiße Beeren essen, schwarze Beeren? Wow, hier ist eine Höhle, da kann man runter. Ich glaube, blaue Beeren. Hier wäre eine Höhle, in die man runter kann. Oh. Ich habe weiße gegessen und dann hat er Aua gesagt. Würde ich erstmal nicht machen in die Höhle. Wir müssen es erstmal. Hier gibt's übrigens, habe ich bei Kronk gesehen, ein riesengroßes Loch in der Erde und kein Mensch weiß warum und wofür. Echt? Das würde ich gerne finden. Ah, hier hinten sind die Häuser von. Also da unten ist auf jeden Fall Wasser drin, ne? Aber das kann doch sein, dass das nur eine Fülltextur ist. Ja, ich habe gerade. Ich muss langsam auch mal was essen. Ja, ich habe gerade Beeren gegessen. Ess die nicht. Du darfst nur die richtigen Beeren essen, die Schwere. Ja. Oh Gott sei Dank hatte ich noch einen Candy Bar und einen Soda. Ich hab nämlich leider keinen. Ein Lurch! Zu dir, Mina. Da rein. Ihr seid da hinten schon wieder. Seh kein Lurch. Ist weg. Er ist weg. Oh, das war keine gute Idee, das zu essen. Ich glaube, es gibt auch weniger Essen seit den neuesten Patches. Da vorne ist das Dorf, ja. Aha. Wollen wir mal gucken, ob da welche sind? Ja. Ich weiß nicht, ob ich das so gut finden soll. Oh. Ja, mehr als sterben können wir nicht. Stimmt. Aber immer noch gerne was auf Fleischiges. Sie mit Gebrüll. Hier wäre auf jeden Fall ein schönes Dorf. Hier wäre auf jeden Fall ein Teich. Was ist ein Hasi? Sieht verlassen aus. Was? Hier ist ein Hasi. Ja, Bayer, du hast mich geschlagen. Entschuldigung. Oh, hier was rettiert ein Hase. Nee, da ist ein Hase gelaufen gerade. Hasi, Hasi, stirb. Also die zu kriegen, viel Spaß. Ja, habe ich auch gerade festgestellt. Die hüpfen relativ langsam hier gerade. Okay, ihn habe ich erwischt. Irgendwas habe ich gerade quieten hören. Ein Hasen? Weiß nicht, hier liegen ein Haufen Stöcke. Ich glaube, ich habe einen Candybar gefunden. Mitten lass mal durch. Stirb durch. Ich habe Schädel gefunden. Geil. Wer liegt denn hier? Oh, hier liegt eine gegrillte Frau. Cool, hier ist Medizin und Kram. Wieso schaut er sich jetzt seine Hand an? Oh, wow, wer hat mich jetzt schon wieder gehauen? Entschuldigung. Entschuldigung. Wir brauchen keine Kannibalen, wir können uns selber töten. Ja, sagte ich. Ja, hier liegt auch so ein Man kann ja auf die Häuser klettern, das ist auch mal nicht schlecht. Ja. So ein bisschen. Ja, was sagt er, was machen wir?
Oh, das ist ein schöner See. Guck. Wo wollen wir uns häuslich niederlassen? Meinten. Wo was zu essen gibt. Im Moment habe ich also irgendwo in der Nähe, wo na, keine Ahnung, wo es wirklich was zu essen gibt, wäre gut. Ja. Ich hätte auch furchtbar gerne einen Speer. Den habe ich bis jetzt auch noch nicht gefunden. Nee. Sonst waren die früher relativ. Hilfe! Oh, geil, Candy Bars! Da ist ja hier. Also gut, das Wasser sieht mittlerweile hübscher aus. Aua, wer hat mich da jetzt schon wieder gehauen? Aber das sieht ja echt gar nichts hier. Sorry. Hilfe, ich gehe unter. Ich kann nicht schwimmen. Wieso kann ich nicht schwimmen? Eigentlich kannst du schwimmen. Weil ich bin hier untergegangen und dann passierte nichts mehr. Guck mal, Andrina, mein kleines Moosröschen. Ich habe immer vergessen, das war nicht so. Oh, das war nicht so toll. Ja, eben, das ging mir auch schon ein paar Mal so. Das Wasser, das Wasser sollte man nicht trinken, ja. Ja, habe ich auch gerade festgestellt. Boing, boing, dumme boing. Idee. Die Frage ist, kriegst du mehr Schaden, als es Durst macht? Durst wegmacht? Das wäre halt immer die Frage, gell? Und ich war voll mit Durst. Ich wollte einfach nur mal auf E drücken. So, ne, ich bin hier halb tot, also. Wo wollen wir denn hin? Es wird langsam nebelig. Ja. Nebelig? Ja. Ja, aber, ne, sonst ziehen wir mal weiter. Einfach mal. Ja, würde ich auch sagen. Wollen wir mal. Welche Richtung denn? Das ist eine gute Frage. Wir kommen von hier. Und können ja dann mal so in die Richtung gehen, wo ihr gerade steht. Gut, ja. Dann machen wir uns mal auf den Weg hier. Was sind Enten im Teich? Oho. Schmackhaft. Ich glaube, die kann man nicht essen. Oh. Also die blauen Schaden, Beeren hier ist. Kann man essen, die machen kein Problem. Nee, welche? Blaue Beeren nicht, nee. Ich glaube, weiße waren es, glaube ich. Oh, ich habe schon wieder eine gekriegt. Ich habe sie aber nicht geschlagen, ich glaube, ich bin nur über die drüber gelaufen. Nee. Ich laufe jetzt einfach mal hinterher. Ja, ich laufe immer den Berg hoch, mal gucken, wo wir ankommen. Oh, hört ihr den Wind? Ja. Hat sich gerade angehört wie ein Elefant. Ganz krass. Der Lurch! Da ist ein Lurch. Ich habe einen Lurch. Komm den Berg gar nicht richtig hoch. Tja. Ich habe einen Lurch. Komm den Berg nicht hoch, Leute. Ich? Das ist schlecht. Dafür rennen? Ja, wisst ihr, schwache Tiere müssen zurückgelassen werden. Ich glaub, euch hackt's, ey. Ich hack dir ein Bein ab und dann können wir gucken, wer schwach ist. Wer kommt denn nicht den Berg hoch? Ich hab noch eine helfende Hand im Inventar. Ja. Was denn hier oben kommt? Ein Hochplateau oder was? Ja, anscheinend. Oh, noch ein Dörfchen. Noch ein Dörfchen. Und ein Hochplateau, ja, wie mit Effigies und so. Oh ja, hier. Oh, das ist doch schön hier. Guck. Ja, das ist echt ein schönes Plätzchen. Jo, da ist gerade ein Tisch aus dem Himmel gefallen. Ja, okay. Passiert manchmal, ne? Ja, das passiert manchmal. Das Spiel ist nicht buggy. Nein. Du hast aber nicht behaupten wollen, dass das Spiel buggy ist. Ich habe nichts gesagt, aber ich habe. Wieso hat der gewundert. der macht hier so ein, nee, kein Selfie, der hat eine Kamera im Mund, der Kerl. Wer? Der, vor dem du gerade stehst, diese Effigy, hat eine Kamera im Mund. Ja. Mir sieht der anders aus. Okay. Bei mir hat der auch eine Kamera im Mund. Also ich habe hier. Ich habe hier einen riesengroßen Stab. Der hat aber ein richtig vertrocknetes Gesicht irgendwie. Ja, ich hab hier kein Gesicht. Ich hab hier quasi. Oh, ein Reh! Ein Reh! Da steht ein Reh. Na, guck, ob du es kriegst. Ich gehe mal ganz vorsichtig und gemütlich heran. Ey, wie viele Köpfe sind denn hier? Jetzt ist es weggerannt. Auch. Mist. Den haben sie. Es kommt zu euch! Ich treibe es zu euch! Nicht wirklich. Haben sie den Schädel eingeschlagen und eine Zahnbürste oben reingesteckt? Ja, die, Das stimmt. Das ist halt eine nicht mehr so ganz moderne Art von Kunst, was die hier bei dem hier auch. Und Blumen drin gepflanzt. Ja, aber was macht die Zahnbürste? Okay, es trollt mich, ich kriege es nicht. Schade. Es wäre zu schön. Ist das keine Zahnbürste, sondern ein Regenschirm? Also, ich glaube, ich bin gleich tot. Was? Wieso? Weiß nicht, weil ich es hier blau ist unten, rot ist ganz unten, irgendwie. Dann ganz trink doch und iss was. Hast du nichts? Ich hab ja nichts. Hast du nix? Hab nur hier Medis. Boos. Wir brauchen was zum Essen. Du weißt jetzt einfach mal, ein paar dass Medis ich hier helfen nirgendwo. Haben also wir ich da weiß, Feuer? Wo wir. Ich weiß, nee, ich weiß. Ja, ich weiß, wo wir hin müssen, wo früher viel Essen war. Aha, okay. Aber ich weiß nicht, ob es immer noch da ist. Nämlich hier in die Richtung geht es zur Absturzstelle. Also zu einer Absturzstelle. Ah, ja, kann auch nicht dass die Front kriegst und nicht das Heck oder wie. Nee, du hast ja immer verschiedene Spawn-Punkte gehabt und also verschiedene Absturzstellen. Vom Heck auch. Und hier oben drauf war eine. Aha.
Hier gab es früher Essen, aber es war einmal. Ist wohl nicht mehr so. Also ich habe einen Lurch im Inventar. Brauche ich bloß eine Feuer. Ja, wir könnten den Lurch und den so Rabbit gucken, wenn, also kochen, wenn ihr wollt. Dann macht das so ein Eimerfeuer. Ja, dann ich habe eigentlich alles dafür dabei. Wartet mal kurz. Komm mal hier dann oben. Kann ich zumindest was essen. Auch wenn also weiße Beeren sind pfui. Okay. Also wenn das jetzt nicht so nebelig wäre, dann würde ich da ja mal runtergehen, aber das ist mir doch ein bisschen... Bei mir ist das gar nicht nebelig. Ein bisschen. Ganz leicht diesig. Ach, da unten ist schön hier am See. Jetzt bräuchte ich... Nee, Sticks. Ah, jetzt hat es... Also hier wäre ein Feuer. Hier wäre ein Feuerchen für euch. Ich komme. Das zünden wir mal kurz an. Wenn das dann mal machen runter. Würde. Geh mal runter, noch ein bisschen erkunden. Es brennt. C, guck. So. Muss ich wieder warten, bis er fertig ist, gell? Dann kann ich mir kredenzen. Ich habe meinen auch mal drauf gelegt. Aha. Rolling 2, genau. Was? Wo? Ah! Oh, Hilfe! Pong. So, wann sind die jetzt fertig? Weiß ich nicht. Ihr könnt, das seht ihr, wenn die fertig sind. Weißt du? Ja, eat. Eat. Ha, oh, lecker, lecker, lecker. Die schwarze Bären sind auch Pfeu. Ja. Ja, lernen durch Schmerz, ne? Genau. Sozusagen. Wow, kugelt hier im Baum rum. Was habt ihr vor hier? Das ist eine gute Frage. Was wollen wir jetzt tun? Weiß nicht, ich trage jetzt einen Baum mit mir rum. Ich auch. Hau mir erstmal Medikamente rein, so. Tu das. Ja, Bayer, das solltest du vielleicht auch mal tun. Also ich bin jetzt wieder bei allem voll auf, voll gut drauf und so. Ey, welche Medikamente sind das? Einfach mal alles einfach essen, so die oder? Baumstämme nee, das sind diese fallen weißen lässt. Dinger, die hast du links im Inventar. Ah, hier ist nochmal, hier sind immer rote B. Ja, genau. Unter dem Rucksack. Ach so, hier drüben, die Pillen hier, Metz. Genau. Ah, warum sagt man das jetzt erst? Ich komme mal zu dir, Mina, hallo. Ja, gerade, ich wollte dich schon angreifen, ey. Hast du meinen Namen nicht gesehen? Erst später. Aha. Ach, ihr seid da unten alle. Also, üblicherweise... Von mir weg. Irgendwas läuft da vor mir weg. Irgendwas treibe ich gerade in eure Richtung. Hier gibt's auch. Das ist ein Reh. Das hier für Bären, schwarze. Was ist das für ich habe hier blaue Baum Bären, hier. Die kann man essen. Was ist das hier? Das ist ein komischer Baum. Kann man da irgendwie was drin bauen? Das ist ein heiliger Baum. Das sind die Kultstätten von den Spackos. Kann man den fällen? Nee, kannst du nicht. Schade. Tja, also wir irren hier gerade ziemlich planlos durch den Wald. Ich habe noch nicht ein Lurch oder so gesehen, ne? Also das gibt's doch nicht. Haben sie das irgendwie rausgepatcht oder so? Also ich weiß, es gibt weniger als vorher, ja, aber so grundsätzlich ist das sehr wenig. Also hier unten wäre ein großer See, zu dem wir gehen könnten. Ja, See ist gut, da gibt's bestimmt viele Lurche. See wäre Fisch, oder? Auch gut. Ja, wir brauchen nur einen Speer. Wieso, da kannst du eine Falle bauen. Okay. Gibt's da eine Fischfalle mittlerweile? Weiß ich nicht, habe ich noch nicht. Wie? Oh. Super, das Reh, das läuft genau neben mir her und ich treffe es nicht. Ja, also hier wäre ein großer, großer See. Ja, und auch schön flach, oder? Hier überall. Ja. Wir könnten uns davon auf die grüne Insel begeben. Ja. Wir müssen die Spackos vielleicht jedes Mal erstmal rüberschwimmen. Da hinten auf der Insel ist, glaube ich, End. Da werden wir nichts zu essen finden. Achso. Müssen wir hier bleiben, wo wir gerade sind, oder? Dann bleiben wir hier. Also ich war da schon mal drüben, da ist irgendwann Kartenende. Ja. Ah. Okay. Oder wir gehen den Fluss einfach mal entlang. Nach da. Nach da. Süden, Norden, keine Ahnung. Nord, Süd, Hat Ost, dir eigentlich heute schon mal jemand einen Stein an den Kopf geschmissen? Ja, du vorhin. Ja doch, echt? Schon. Ja, gib mal bald nochmal Zeit, du. Direkt nach dem Absturz hast du mir eine mit dem Stein übergebraten. Das war ich nicht. Oh, hier haben wir... Lena, du bist zu schnell. Was ist denn das hier für ein Loch? Hast du das Riesenloch gefunden? Ja, aber da richtig. Da kann man aber nicht reinspringen, leider. Aber richtig. Holla, die Waldfee. Und keiner weiß, was es ist. Also jedenfalls weiß ich nicht, was es ist. Und ich habe noch keinen gelesen oder gesehen, der weiß, was es ist. Also es hat was von einem Meteoriteneinschlag, aber... Kann man da runter? Glory Hole. Nee, kannst du nicht daran gehen, geht nicht. Nee, du kannst da nicht reinspringen, nix. Vulkankrater. Die sind aber eigentlich nicht so. Ja. Kannst da nicht reingucken, gell? Nee.
Also man, doch ein bisschen. Ja, aber so richtig nicht, gell? Nee. Wie, ich kann's auch nicht reinspringen. Wenn wir uns hier niederlassen. Weil hier fehlt zum Teil auch Textur. Ja. Ja. Hm. Ist wohl noch nicht ganz fertig hier. Nee, ja. Ist wohl noch Alpha. Ja. Early. Alpha. Ist ja nicht so, dass das Spiel sich schon seit einem Jahr raus wäre oder so, ne? Ach, nö. Also in der Alpha. Wir sind ja auch immerhin schon bei der Version 0.16. Ja. Aber hier ist kein Tierchen, hier ist echt nix. Ja. Ich muss auch sagen, was die Tiere anbetrifft, ich verstehe gar nicht, warum die das nicht so längst mal reingemacht haben, dass man auch alles, was man töten kann, essen kann. Ja. Warum kann ich die Möwen nicht essen? Ja, gute Frage. So eine Möwe besteht doch nicht nur aus Federn. Ja, eben. Also viel Fleisch hat die zwar nicht, aber grundsätzlich, bevor man vom Hungertod steht, würde ich die auch noch essen. Ja, schon. Das ist richtig. Schmeckt bestimmt gar nicht schlecht. Hier hinten haben wir eine Landzunge. So. Sollte mal also was rechts, wieder was trinken. Mal. Also so langsam müssen wir uns mal hier was... mir geht ja, hier ist alles frei. Aus. Hier ist ein riesen Freigelände auf jeden Fall. Ja. Es wäre halt ganz gut, wenn wir irgendwo was hätten, wo halt ein oder zwei Leute regelmäßig zwischendurch mal jagen gehen könnten. Ja. Aber wenn ich überlege, welche Rundreise ich jetzt hier schon gemacht habe und ich habe immer noch nichts zu fressen gesehen, ist das ungünstig. Nix ist hier. Ich bin gerade auf der Landzunge hier, aber hier ist auch nichts. Nee, ich würde hier so raufgehen noch Richtung Sonne. War früher jetzt mal wieder. Wasser. Da ist ein Dorf. Hier ist wieder ein Dorf, ja. Und da rennt oben irgendwas rum. Da sind Freunde von uns. Ja. Ganz wie landet ihr sie noch? Wie landet ihr Fraggles. Nee, ich Fraggles. Hab die so nicht genannt. Dinker. Ich weiß gar nicht, wer das war. Dinker. Wer hat vorhin Fraggles gesagt? Du, Andrena, oder? Nee, nein, das war meine Idee war das nicht. Ja, Andrena ist zu jung, um Fraggles noch zu kennen. Was? Ich zu jung? Ja. Die Fraggles, ihr sagt mir tatsächlich nichts. Könnte aber auch einfach daran liegen, dass Steine. Ja, friss Stein. Könnte aber auch daran liegen, dass ich einfach bis ich 14 war, keinen Satellitenfernsehen hatte. Achso. Ja, hier liegt ein Playboy. Was? Wo? Was? Wo? Ja, hier liegt ein Playboy. Hier hinten liegen auch Energy-Riegel. Ne? Echt? Ja. Also ich habe jetzt gerade schon einen genommen. Ich denke, den müsstest du sehen können trotzdem. Ja, ich sehe hier auch Elektronik und alles Mögliche. Ja. Haben hier auch diese Platinen rumschwören. Aber ich sehe nur Tennisbälle. Oh, guck mal, da hinten läuft aber dass es selbst bei denen keine Tiere gibt, bisschen komisch. Seltsam, gell? Sehr strange, ja. Wie hier überall Geld rumliegt. Aber selbst, er sammelt Geld ein, weißt? Ja, man weiß ja nie. Ja, genau. Hier liegt ein Toter. Ja, das gehört hier zur Landschaft, das ist so. Oh. Das ist die Frage, wohin des Wegs, gell? Ich meine, wir können die hier ja auch aus ihrem eigenen Dorf vertreiben. Ja. Das dauert, die spawnen ja da immer wieder neu. Ja, das ist, glaube ich, nichts. Nein. Also das geht schon. Ich glaube, du kannst die irgendwann, wenn du so einen Berg von Leichen angehäuft hast, dann hören die irgendwann auf zu spawnen. Ach so. Jedenfalls war das ganz früher mal so. Hier mal weiter latschen, oder? Jo. Ja. Aber jetzt habe ich schon wieder Hunger. Also mein Typ, der hat immer irgendwas. Ja, wir müssen ja schon wieder einen Cut machen, wenn ich es richtig sehe. Das siehst du richtig. Ja? Dann, ja. Und es wird auch schon wieder dunkel. Ein Kanickel, aber das kriege ich im Leben nicht. Was? Stopp, da ist ein Lurch. Hier ist eine Absturzstelle. Ah, hier sind auch jede Menge Zelte. Hier rennt ein bisschen was an Viehzeug rum, ja. Ja, aber wir machen jetzt, glaube ich, trotzdem mal einen Cut. Ja. 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 Und dann sehen wir uns in der Dunkelheit in der nächsten Folge wieder. Genau, okay. Macht's gut. Bis dann, ciao. Bis dann, ciao.